Guten Morgen. Ich habe einen Pulli an. Das seht ihr. Aber lasst euch nicht täuschen. Es ist noch immer warm und wir sind noch immer in Griechenland. Schau, so sieht und Kate dabei. Auch immer noch mit dabei. Genau, und die sieht ganz viel sommerlicher aus. Ja, ich habe noch meine Bettwärme mitgenommen. Ah, du hast deine Bettwärme noch da. Okay. Ich war noch nicht draußen, du warst draußen und im Schatten in München ist es. Genau. Angenehm. Ja, aber es ist noch echt früh und die Sonne kommt jetzt raus. Also es wird Viertel vor neun. Es ist Viertel vor neun. Ja. Okay. Ist doch echt früh. Die Sonne war halt noch hinter den Bäumen. Ja. Und dann ist es halt noch frischer. Und da geht ein Windchen, ein Nordwindchen und der macht es ein bisschen frischer wie sonst. Wir sind halt echt Wärme gewöhnt und dann brauchst du halt ein bisschen. Ja. Und wir stehen an einem richtig schönen Spot. Ja. In Drepano, kurz vor Patras, wo die Fähre geht dann auch aufs, nach Italien. Und richtig schön. Hier ja. Verbringen wir die Woche. Ja, genau. Hier verbringen wir dann die kommende Woche. Mhm. Mit Wind, Wasser und gute Laune. Gute Laune. Sind mal gespannt, was die Woche wieder bringt. Also ich hoffe euch auch. Guten Start in die neue Woche. Schön, dass ihr da seid. Enjoy. Zum Wohl. Der Wind kommt schon langsam, oder Schatz? Ja, der kommt langsam. Ja, die ersten Kiter sind raus. Ja. Bei uns gibt es erstmal noch Tee. Wir schauen ein bisschen zu. Es soll ja eher mehr werden, ne? Genau, es soll eher mehr werden und dann geht es für uns später raus. Wish I knew it too. Fly away from tomorrow. 이제는 너무 멀리 와버렸던 거야. Yeah, I need you need me too. I'm still chasing the mind all the time. Danke. Hey, danke, sehr lieb. Echt herrlich hier. Ja, guter Blick. Guter Blick in der Sonne, der Wind baut sich auf. Also ich hätte gesagt, wir trinken gemütlich ein Teechen und dann baue ich Wingmaterial für dich auf. Mega. Ja? Hört sich gut an. Jetzt mal eine Session wingen. We got this.
Guten Morgen. Und Kate hat gestern eine herrliche Wing-Session gehabt, oder Kate? Ja, war mega. Hat richtig Spaß gemacht. War gut. Ja, und jetzt haben wir einen neuen Platz. Ja, wir stehen im Psato Pyrgos. Psato Pyrgos, genau. Ein süßes Dörfchen, so eine Hafenmauer, wo man ganz viele Restaurants, da waren wir gestern Abend noch. Da waren wir gestern Abend essen und auch so schön direkt an den Bergen. Ja, echt schön. Und da haben wir dann auch direkt hier am Ende der Nacht verbracht. Ja. Ist so irgendwie 5 Minuten, 10 Minuten fahren zum echten Spot. Und wir haben endlich nach zwei was wilderen Nächten, wo wir von Moskitos geplagt wurden, mal wieder einen guten Nacht gehabt. Mal wieder durchgeschlafen. Die letzten Nächte war echt ganz lang wach in der Nacht und diese scheiß Viecher und alles hat gejuckt und ja. Hat gut getan. Jetzt mal wieder gut schlafen. Also wir sind schön ausgeschlafen und freuen uns schon auf den ersten Kaffee und dann die machen wir dann aber wieder am anderen Spot. Ne? Das fahren weil wir da ist jetzt nur schön im Schatten und hier wird es schon ziemlich warm, weil die Sonne hier so. Ja. Nee, da fahren wir rüber, schön. Okay, dann. Wir freuen uns wieder auf einen schönen Tag. Und schon am Festspann? Oh ja. Ist gut. Es ist so lecker. Zeig mal. So ein Vanille gefüllt mit Zimt. Mit Zimt und so. Richtig lecker. So kann man den Tag starten, hä? Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, es geht Richtung Hafen. Wir stehen im Hafen, wir stehen jetzt schon haben eingecheckt, wir haben die Tickets und wir müssen und nur noch durch die Kontrolle. Wir haben zeigen. Camping an Bord. Camping an Bord. Ja. Ja. Das wird wahrscheinlich sehr entspannt. Für mich erst einmal Camping an Bord. Ja, für mich ist lang her. Eigene Bettchen schlafen, über Nacht. Ich stelle mich sehr entspannt vor. Ja. Dann schauen wir mal, dass wir gut aufs Boot kommen, wie unsere Überfahrt dann wartet. Dann müsst ihr warten auf nächste Woche. Ja. Genau, dann sehen wir uns nächste Woche auf dem Boot in Richtung Italien. Schön, dass ihr dabei seid. Lasst auch gerne noch mal ein paar Kommentare da. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Genau. Daumen nach oben und dann sehen wir uns nächste Woche. Genau. Ja, macht's gut. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.